Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem zweiten Part von 500 Jumps to Success. Bevor wir mit der lustigen Spielerei fortfahren, möchte ich ein paar kritische und auch beachtenswerte Kommentare aus der letzten Episode vorlesen. Denn anscheinend, so hat das mein Team bestehend aus 5 Philosophen, 6 Politikern und 8 ausgezeichneten Wissenschaftlern bemerkt, hat es einige Problemchen in der letzten Folge gegeben. Diese möchte ich anhand der nun folgenden Kommentare zusammenfassen. Als erstes wurde geschrieben: Oh Mann, Kedos, bitte mach das nie wieder. Smileys. Als zweites wurde geschrieben: Wie oft mit 2 F ich mich aufgeregt habe, dass mit einem S du etwas nicht blickst. Boah, Kedos, sorry, aber manchmal könnte ich dich erschlagen. Wie kann man denn so inkompetent sein? XD. Und ich meine nicht das Springen. Das könnte ich selber kein Stück besser. Aber dass du einfach so oft wieder zurückspringst oder dir nach dem 10. Mal immer noch nicht merkst, welcher Gamemode welcher ist. XD. Du spielst seit der Beta und kennst die einfachsten Befehle nicht? Okay. Punkt. 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 Und als 5. Kommentar habe ich mir diesen hier ausgesucht. Manchmal denke ich echt, dass Kedos sich absichtlich dumm stellt. XD. Nee, ich schauspiele nie in meinen Videos. Ich sitze auch immer mit Sonnenbrille vorm Rechner. So gehe ich auch raus in Wirklichkeit. Nie und nimmer ist irgendeine Art von Schauspiel in meinen Videos vorhanden. Nie und nimmer. Also, ich bin mir gar nicht bewusst, dass da so eine Kamera läuft, ja? Das ist mir völlig neu. Völlig neu. Okay, Leute, mal kurz Butter bei der Fische. Ich habe mir natürlich viele Kommentare durchgelesen und da sind auch ein paar berechtigte Fragen dabei. Zum Beispiel, ich möchte ja nicht deine Kompetenz in Frage stellen, aber man kann die Map auch auf der 1.7 spielen und somit die Sprint-Taste benutzen. Ja, das hätte man natürlich machen können. Ich hätte auch irgendwie gucken können, dass ich eine neuere Version bekommen hätte. Da gibt es einige, die haben die irgendwie erweitert oder dies oder das. Aber ich fand gerade das besonders lustig. Ich wollte ja die Map so spielen, wie sie damals von der Intention her auch ausgelegt war. Damals gab es eben die Version 1.4. irgendwas. Ja? Keine Ahnung, ob das vielleicht schon für eine frühere Version verfügbar war. Und da gab es eben nur Doppel-W, um zu sprinten. Und deswegen möchte ich diese Map auch mit Doppel-W spielen und nicht mit der Sprint-Taste, weil darauf war sie einfach damals gar nicht ausgelegt. Oder selbst wenn sie darauf ausgelegt wäre, ich fand das als besondere kleine Challenge besonders lustig. Ich versuche mir ja, die Spiele extra schwer zu machen, weil ich das dann persönlich fürs Video extra lustig finde. Ich bin immer noch der Ansicht, dass wenn ich da durchrenne und die ganze Zeit nur so, ja, jetzt machen wir hier mal einen Sprung, so, jetzt habe ich die Stage geschafft, jetzt haben wir die Stage. Das ist nicht so die Art von Video, ne? Deswegen, das wollte ich schon mal anmerken, irgendwie jetzt direkt zu Beginn des zweiten Parts, dass ich sehr, sehr gerne und mit voller Absicht auf einer älteren Version spiele, weil ich das lustig finde, auch mal wieder auf einer älteren Minecraft-Version zu zocken. Jetzt gab es aber wirklich genug Gelaber am Anfang. Ich habe mir ja überlegt, ob ich einen zweiten Part machen möchte, aber habe dann irgendwie so nach der Aufnahme gemerkt, das hat mir echt Spaß gemacht. Deswegen gibt es jetzt einen zweiten Part. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß, gute Unterhaltung und viel, viel Aufregerei, denn die habe ich schließlich auch. So, dann sind wir jetzt auch wirklich wieder im Game und es geht weiter mit dem wunderschönen Spaß, den wir bisher schon mit dieser Map hatten. Aufgehört haben wir im Sandy Temple in der sandigen Ritze mit der heißen Lava in der Mitte. Das war ein bisschen ein komischer Vergleich und jetzt mache ich direkt weiter hier und verkackt direkt den ersten Sprung. Das ist mal wieder ein, ich habe ihn ja nicht verkackt so im Moment. Also der ist echt machbar, der wirkt nämlich eigentlich so, als wäre er nicht machbar.
Und ich möchte hier eindeutig dieses Mal ein bisschen mehr Leistung abliefern. Wisst ihr, das ist jetzt wirklich hier so der Punkt, der ganz klar für diese Sache stehen soll. So Leute, hier einmal da lang, ne? Das ist unglaublich. Wow! Man muss sich nämlich einfach nur ein bisschen konzentrieren. Wenn man einfach sich ein bisschen konzentriert und dann spricht man nebenbei über Algorithmen und sonstiges. Das läuft gut. Das läuft gut. Wenn ich mich jetzt nicht komplett blöd anstelle, dann, dann könnte das gleich was werden. Okay. 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 Wow. Beautiful. Beautiful ist das so. Hier so. Spawn Point. Spawn Point ist der Befehl in der 1.4.6. So, Spawn Point, ja. Ich werde das ab sofort dann einfach mit dem Spawn Point machen. Ist ja am einfachsten. Ne? Dann muss ich hier nicht immer in den Betten bleiben, wenn ich ja eh die Befehle nutzen kann. Man ja einfach so slash Spawn Point und dann wird hier der Spawn Point gesetzt. Oder? Das ergibt auch richtig, richtig. Das ist wirklich super. Also, das ist ein Traum. Trotzdem, bei Nacht zu spielen ist auch schön, aber bei Tag ist schon schön. Kommen wir mal hier nochmal. Time Set. So, 0. So, guck mal, dann haben wir hier wirklich, dann haben wir hier Licht. Das ist doch auch wirklich hier. Guck mal, wie die Befehle, wie ich sie auswendig gelernt habe. Es ist ein Traum. Es ist ein Dream. Das da hinten, da freue ich mich schon richtig drauf, leider Sprünge mit Doppel-W zu machen. Das wird ein Traum, wie er im Bilderbuche steht. Wie soll das hier ablaufen? Mal im Ernst, wie soll das hier ablaufen? Gibt es hier irgendwo Leitern? Oh! Das ist ein ultra fieser Sprung. Der ist mir sehr unsympathisch. Oh Gott. Das ist tatsächlich... Jetzt fängt die Map mal an, so langsam so ein bisschen anzuziehen. Davor war es ja eher so... Ja, ne? Ein bisschen dies und das und ein bisschen jenes, aber das ist jetzt tatsächlich schwierig. Ich war doch schon auf der Leiter. Ich war doch schon auf der Leiter, Leute. Das kann doch nicht angehen hier. Wenn man schon auf der Leiter drauf war, dann sollte man vielleicht auch einfach, es wäre schön gewesen, wenn man drauf bleiben würde. So, jetzt aber. Das sieht schön aus. Huh. Mal direkt wieder irgendwie total... Leitersprünge sind so... Weißt du, die finde ich schon bei den neuen Versionen echt scheiße. Dann wird das hier bei der neuen nicht... Ey, bei wirklich, die Leitersprünge, die werden höchstwahrscheinlich so ein bisschen für sehr erhöhten Blutdruck sorgen, weil die sind einfach so kacke. Leitersprünge sind so kacke. Halt dich jetzt fest an der Leiter, ey. Hör auf, die ganze Zeit wieder von neuem runterzufallen. Das ist es doch nicht wert. Das ist es echt nicht wert. So, und jetzt muss ich hier einfach... Das hat aber jetzt auch angezogen innerhalb von wenigen Sekunden vom Schwierigkeitsgrad her. Das ist unglaublich. Also ich finde, das hat wirklich, wirklich angezogen. Also so richtig angezogen, ja. Wenn man sich das mal gibt, ich komme hier gar keinen Meter mehr weiter. Also die erste Stage ging jetzt noch. Aber gut, Leitersprünge sind auch wirklich so meine persönliche Krux. Guck dir den Chat an. Es ist so ein Witz. Halt dich doch einfach daran fest. Was ist denn los? Ey. Ich traue mich gar nicht rumzuschreien, weil so ein Brüller aus mir rauskommen würde nach dem aktuellen Stand hier. Wie lange hänge ich jetzt bei diesem Sprung fest? Es ist doch echt nicht zu fassen. Ich hab's doch anfangs auch mal hinbekommen. Ey, du willst mich doch echt auf den Arm nehmen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein, dass dieser Sprung so vermaledeit schwer ist. Halt dich doch daran fest. Ich shifte. Wenn ich shifte, dann meine ich nicht, geh ein Stück weiter, sondern shifte doch einfach. Ey, es ist so schlimm. Es ist wirklich so unglaublich schlimm. Es ist so unglaublich schlimm, dieser Sprung. Jetzt hat er sich mal festgehalten, ey. Nach 8 Jahren hält er sich mal fest. Nach 8 Jahren hält er sich mal fest, ey. Was für ein Typ. Okay. Okay, okay, okay. Ganz ruhig jetzt. Ganz, aber wirklich ganz, ganz ruhig. Bam! Ey, diese Map, das ist ja, also jetzt, wo ich keine Probleme mehr mit den Comments habe, fängt die an, wirklich schwer zu werden. Das ist ja gestört. Das ist ja wirklich, also diese Leitersprünge, das
ich weiß auch nicht, ob da wirklich was genau verändert wird. Das kann ja gut sein, dass von der Version, also die Version ist ja wirklich deutlich, deutlich älter als das, was wir aktuell alle spielen. 1.7.8 oder 1.7.10 oder 1.8 oder wie auch immer. Die Leitersprünge fühlen sich ganz anders an. Vor allem das Festhaltgefühl, das du bekommst beim Shiften, ist komplett anders. Und das merkt man auch wirklich, ich bin eigentlich erst richtig sauer, wenn ich still bin. Wenn ich rumschreie, bin ich noch in meiner lustigen Phase. Jetzt bin ich, eigentlich eher so ein bisschen, Das ist so ein ganz anderes Feeling irgendwie. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Das ist irgendwie viel schwammiger. Schwammiger trifft's gut. So. Das sind jetzt auch Assi-Sprünge, da muss man halt auch irgendwie gucken. Aber das finde ich jetzt gar nicht. Ich dachte, diese Wand hier wäre ein bisschen, ja, schwerer. Jetzt hat sie mich schon erwischt, so ein bisschen. Jetzt hat sie mich schon erwischt, diese Wand. Das ist wirklich eine geile Wand auch, ne? Das ist Birda. Das ist eine Wand, du. Das ist der Hammer, ne? Wenn du dir die Wand anguckst, das ist schon heftig. Wie komme ich denn jetzt hier wieder ran? So, das wird auch schwierig. Ja, dann falle ich besser erstmal nochmal einmal runter. Das ist ja jetzt der erste Versuch gewesen. Das ist schon in Ordnung. Ach, diese Betten, ey, die würde ich am liebsten gleich wieder abbauen. Das sage ich dir, du. Das ist unglaublich. Aber ich bleibe ja gerne im Adventure-Modus, weil ich mag den ja schon ganz schön, du. Also so ist es ja nicht, ne? Das ist ja schon ein schöner Modus, der Adventure-Modus. Das ist hallo, meine lieben Freunde. Das ist wirklich unglaublich. Okay, das sieht schön aus. Der Sprung ist schwierig. Der ist echt nicht so easy. So. Und jetzt einfach hier. Genau, das war schon mal gut. Komm schon, geh da rüber. Geh doch da. Was wird das jetzt genau für ein Move hier? Habt ihr das gesehen? Halt dich doch daran fest, doch, Kollege. Oh, natürlich. Das Leiterngefühl ist so komisch. Ihr seht es bestimmt auch. Das ist also, ihr müsst das sehen, weil das sieht man, dass das nicht irgendwie orthonormal ist. Oh, 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 ich war direkt da. Das war gut. Ich war direkt an der richtigen Leiter eigentlich. Der fällt so komisch runter. Es ist echt, es ist so strange. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist ein Gefühl. Es ist unglaublich. Komm schon, halt dich doch einfach daran fest. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch wirklich... Ja. Oh, 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 oh. Schön. Schön. So schön, Leute. Guckt euch das an. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Und jetzt, oh ja, und jetzt natürlich sowas. Das ist geil. Darauf habe ich nur gewartet. Ja, ist geil, ey. Das ist geil. Wirklich Ewigkeiten Leitern springen und dann noch ein Leitersprung um die Ecke. Das ist wirklich, das ist richtig, das ist wow, ey. Da möchte ich direkt 5 Sterne geben. Das ist eine 5-Sterne-Map. Das ist einfach schön. Das ist einfach toll. Ich freue mich wirklich endlich, wenn das Internet hier irgendwie, hoffentlich heute kommt ein Techniker vorbei, wenn das irgendwie ein bisschen fescher ist und ich nicht mehr gezwungen bin, diese Map zu spielen. Ich hätte mir sowas von jemandem dazu holen sollen, der zwischendrin ein bisschen den Leitfaden übernimmt. Ey, dieser Sprung, wenn du sprintest, dann fliegst du zu weit. Wenn du normal springst, dann landest du in der Pampa, ja? Jetzt schaffe ich es schon irgendwie am Anfang falsch zu springen, weil ich auf diesem wunderschönen Bett lande. Es ist doch echt nicht zu fassen, ey. Also die Stelle hier ist echt super easy. Das einzige Problem ist der Leitersprung hier, weil man da einfach nicht... Wie soll man das denn hinbekommen? Ey, ich bin jetzt schon wieder wirklich 30 Minuten an dieser Map dran. Das ist doch nicht zu fassen. 30 Minuten und ich habe 2 dieser blöden Module geschafft. Leitern sind einfach meine absolute Krux. Mein absolutes Nemesis, mein Genesis, mein alles, ey. Das ist doch... Wenn ich was aus Minecraft rausschmeißen würde, dann wären es sofort Leitern. Ich bin einfach nur noch in so einem mentalen Kackstatus. Hm.
Nein! Ey, ich krieg den absoluten. Ich krieg wirklich. Ich krieg eine Fledermaus in sonstige Körperöffnungen geschoben. Jetzt bin ich echt mal dran hängen geblieben, aber zumindest habe ich jetzt die beste Taktik rausgefunden. Ich muss wirklich bei dem leider Sprung, was eigentlich ungewöhnlich ist. Ich mache die tatsächlich eigentlich anders inzwischen. Aber man muss wohl ganz nah an den Rand ran und dann irgendwie von dort aus ransprinten. Das wäre so die Lösung aller Probleme. Faszinierend, diese Map einfach. Wirklich, es ist einfach faszinierend. Lass dienen Menschen, von hier aus kommt man ja mal wieder nicht weiter. Lass dienen Menschen spielen. Das heißt ja immer, gib einem Menschen Macht und du siehst sein wahres Gesicht. Nein, lass einen Menschen 500 Jumps to Success spielen. Auf der 1.4.6 Version wohlgemerkt. Und dann siehst du das wahre Gesicht. Und mein wahres Gesicht scheint ja ziemlich entspannt zu sein. Alter, ey, es ist doch echt nicht mehr normal. Das kann doch nicht sein, dass man an diesem einen Sprung die ganze Zeit scheitert. Das kann doch nicht sein. So, Leute, ich mache jetzt nicht jedes Mal von neuem diese Kacke hier. Ich mache das jetzt nicht jedes Mal von neuem. Definitiv nicht. Ich mache das nicht jedes Mal von neuem. So, wir gehen jetzt hier hin. Wir gehen jetzt hier hin. Das haben wir bei den Adventure Maps mit Zombie auch so gemacht irgendwann mal. Es bringt nichts, wenn ich hier jetzt 3 Stunden lang an diesem einen Sprung rumhänge und jedes Mal alles von vorne machen muss. Ich weiß, dass ich das alles von vorne inzwischen halbwegs kann, aber das geht einfach so nicht, ey. Ey, das ist echt einfach, das ist die Hölle. Das ist die absolute Hölle, so. Das ist einfach, ja, fall runter, ey. Hör doch auf irgendeinem Block drauf zu fallen. Geh mir nicht auf die Eier mit dem Shit. Das ist einfach dieser Sprung, ist einfach wirklich. Das ist Material für Folter. Damit könntest du original Leute foltern. Mit diesem Sprung kannst du Leute foltern. Das will mir nicht in den Kopf rein, wie jemand sowas zusammenbasteln kann. Ich muss nachher erstmal wirklich irgendwie zur Abreaktion eine Runde Dings aufnehmen. Ja? Eine Runde Jump League, um einfach mir wieder klar zu werden, dass ich... Hä? Wie bin ich denn jetzt da drauf gelandet? Was war denn das für eine Kombination? Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ey, ich brauche einen Therapeuten. Du musst hintenrum daran springen. Bei Leitern springen springt man nicht hintenrum daran. Was ist denn das, bitteschön? Ich kann mich nicht mal freuen, weil man muss irgendwie nach hinten gehen. Und wer macht das denn heutzutage so? Du springst doch nicht, Natürlich, du gehst so um was rum, hältst dich daran fest, aber du springst doch nicht so zurück um. Das ist doch viel unsicherer. Du siehst doch gar nicht, wo das. Ach, das ist doch. Ey, das ist doch wirklich nicht zu quatschen hier. Mann, und mein Kabel hat sich im. Das ist einfach meine schlimmste Minecraft-Erfahrung. Das ist wirklich. Also, das ist so schlimm, diese Map, dass ich es total bereue, dass ich diese Aufnahme gestartet habe. Ihr kriegt das zusammengeschnitten. Ich hänge seit 40 Minuten. Seit 40 Minuten hänge ich an dieser Map rum. Alter, so. Und dann gibt's hier natürlich nochmal. Ein Sprung, weil einer ist ja noch nicht genug, Leute. Einer ist ja, und dann fällt man hier runter. Ey, was geht denn bitteschön mit der Map ab? Was geht mit diesem Modul der Map ab? Ganz ehrlich, es ist so hart. Halt dich doch fest. Halt dich doch einfach fest. Ganz ehrlich. Halt dich doch einfach mal fest. Wie wäre das? Gut, ich setze mir wieder einen neuen Checkpoint. Es ist mir so egal. Ist mir das einfach egal. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich muss mir diese Checkpoints setzen, weil ansonsten ist das für mich nicht machbar. Es ist einfach. Ach, ich muss jetzt jedes Mal shiften oder wie, ey. Wenn ich respawne oder was, damit er sich daran festhält, ja. Genau, und jetzt funktioniert es beim First Try. Kaum setze ich mir so einen verkackten Spawnpunkt, funktioniert es beim First Try. Das ist natürlich sehr logisch. Sprinte doch einfach, meine Fresse, das ist doch. Der fängt. Das ist so. Ach, es ist so eklig. Es ist einfach so. Ich kann das gar nicht umschreiben, wie. Oh, Mann!
Seht ihr das? Seht ihr das bitte schön? Wie das passieren kann, dass er sich an der Leiter festhält. Er geht wieder in die Richtung, aber fällt trotzdem runter. Es ist ja so übel. Es ist ja einfach so... Aber die Minecraft-Comments, die kann ich jetzt, ja? Einfach nur geil. Einfach nur geil, dass ich jetzt Minecraft-Comments auswendig kann. Und weiß, wie ich damit umgehen muss. Einfach nur geil. Einfach nur, ist einfach nur wirklich spitze. Es macht einfach auch nur richtig viel. Das kann nicht so schwer sein. Du kannst mir nicht erzählen, dass das so schwer ist. Das geht nicht. Ich war hier. Seht ihr das? Wie man... Das ist, als wäre das aus Eis. Das ist, als wäre... Als wären diese Leitern aus Eis. So, und dann klappt es natürlich, weil jetzt hat man den Spawnpunkt da gesetzt. Ja, und wenn man den Spawnpunkt da gesetzt hat, dann geht das natürlich plötzlich. Hm? Weil man kann ja auch nicht, also das muss natürlich auch so sein, weil das ist ja natürlich, das ist die, diese Map ist wirklich, das ist einfach nur so hard pain in the ass hier, es ist nicht zu fassen. Da war ich als nächstes, dann fangen wir, ich muss mich jetzt von Leiter zu Leiter angeln und jedes Mal den Spawnpoint da setzen. Anders geht das nicht. Es geht wirklich, also für mich geht das nicht anders. Und dann klappt es beim ersten Mal. Was ist das bitte schön? Kaum setze ich einen Spawnpoint, klappt das beim ersten Mal. Das ist doch, und dann, also ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, wie man das in einem Rutsch hinbekommen soll. Nur, wirklich nur, wenn man mit Leitersprüngen aufgewachsen ist oder sowas. Hier, da geht's nochmal um die Ecke. Da geht's einfach nochmal um die Ecke. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Am Anfang ist das totaler Pipifax. Die ganzen Level davor waren Joke. Das kann doch nicht von einer Sekunde auf die nächsten so unglaublich schwer werden. Wie soll man das schaffen? Guckt euch diese Kacke an. Es ist doch echt so übel so. Da schätze ich meinen Spawnpunkt. Nicht eins. Und natürlich plötzlich wieder beim First Try. Ja, ist das okay, dass das plötzlich jetzt geht? Mann, ganz im Ernst, das kann doch nicht angehen. Hey. 500 Jumps to Success. Das ist... Es stand auch noch irgendwie in der Beschreibung, so sie übernehmen keine Haftung für kaputte Keyboards oder wie auch immer. Das kann ich verstehen. Ich würde auch keine Haftung übernehmen, wenn ich so eine Map bauen würde, ey. Gut, wird wieder Zeit für einen neuen Spawnpoint. Und genau... Dann funktioniert es plötzlich so. Das grandiose, wundervolle Ende. Das waren die Leitersprünge. Und jetzt schaut euch mal an, was vor uns liegt. Will mich diese Map, das frage ich ganz offen und ehrlich, will mich diese Map verarschen? Bin ich der Einzige, der so krasse Probleme mit Leitersprüngen hat? Das kann nicht angehen. Ich bin, und das ist keine Lüge, seit 54 Minuten insgesamt an diesem Video hier dran. Seit 54 Minuten. 54 Minuten. 54 Minuten. Das muss man sich mal geben. Ich habe locker 20, 30 Minuten meiner Lebenszeit mit diesem Ding hier verschwendet und habe es auch nur geschafft durch Spawnpoints und so weiter und so fort. Das ist doch, also das ist doch wirklich, also das kann doch nicht angehen. So, und dann kommt ernsthaft, sowas, ja? Nach Leitersprüngen des Todes kommt sowas. Das ist ein Joke. Das ist ein, also dieses Modul ist ein Joke. Das ist ein Joke. Das hab ich beim nächsten Versuch oder so durch.
Ich habe eine Stage innerhalb von einer Stunde geschafft. Eine Stage innerhalb von einer Stunde. Unfassbar.